Hallo und herzlich willkommen zurück zu Evolent 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den heiligen Hüter vom Himmel geholt und hier ein Sternchen bekommen. Jetzt ist natürlich immer noch mein Bedenken, ich muss mal leiser machen, ja. Ob wir alles bekommen können, also Sterne technisch und. Die Truhen interessieren mich auch. Aber da gibt's hier halt welche. Habe ich die dumme Vermutung. Das Problem ist nur, ich komme nicht mehr rein in diese Katakomben. Also sprich in den Kerker. Gott, jetzt habe ich aber überlegt. Und ich komme auch nicht mehr hier rein. Geht einfach nicht mehr. Also werde ich das jetzt akzeptieren müssen. Und wir gehen in die Anomalie. Wenn es das dann wirklich sein sollte, muss ich dann nochmal was... Vielleicht hole ich das dann nochmal nach. Dass ich dann nochmal so ein kleines Special mache. Oder ich hänge hinten ran dann sozusagen... das, was wir davor hätten machen können. Bevor wir jetzt da reingehen. Okay? Oh, das ging schnell. Magisch reingezogen. Konnte ich nichts machen. Nee, ne? Oh, nee. Das war letztes Mal jedenfalls noch nicht hier. Darauf würde ich meinen antiken Lieblingsfolianten verwenden. In Anbetracht dessen, wie sehr wir das Zeitkontinuum verändert haben, gestehe ich ein, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Wie dem auch sei, dieses Symbol sieht aus wie auf dem Zeitstein. Stimmt. Siehste? War gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Ein Portal? Stell, Steve, ich verstehe immer noch nicht, warum Buffy das alles macht. Wir müssen sie aber auf jeden Fall aufhalten. Ich habe das Gefühl, es geht dem Ende zu. Solid Snow, denk daran, dass Buffy über die Macht der Waffen verfügt. Ich glaube nicht, dass wir sie ohne eine direkte Konfrontation umstimmen können. Bereitet euch auf einen Kampf vor. Buffy hat doch bestimmt ihre Gründe für das, was sie tut. Glaubt ihr nicht auch? Ja. Vielleicht sollten wir uns aus der Sache heraushalten. Nein. Ich will doch nicht zurück. Ich guck nochmal ganz schnell. Siehst du, meine gesunde Neugier? Ich bin jetzt wieder in Genua. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal mit euch hier war. Aber hier ist wieder ein bisschen Kanalisation. Und hier sind noch zwei Truhen. Ich glaube, ich war hier mal offline gewesen, aus reiner Neugier zu gucken. Aber die waren so heftig stark, die Gegner. Das sind die wohl immer noch. Oh. Und da bin ich wieder rausgegangen und wollte... Hab's mir eigentlich irgendwo hingeschrieben, dass ich hier nochmal herkommen muss. Wer hat's gedacht? Hat super geklappt. Ein bisschen eklig der Weg. Ratten? Okay. Kommst du her? Ja. So, erstmal dich hier weghauen. So. Boah, Alter. So. Ich muss da runter.
Yep. Das ist ein echt beschissener Weg. Okay. Ja, kriegen wir Kids mehr? Erfahrung ist auch sehr fragwürdig. Habe ich überhaupt eine Ausrüstung? Ja, ich habe eine. Mann! So. 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 Ach, scheiße. Scheiß drauf. So, dann einmal hier runter. Die zwei hier weghauen. Hopp. Hopp. Einmal hoch. Ist jetzt eigentlich ganz gut. So. Oh nein. Das war knapp. So, dann hier. Da unten ist jetzt eine Truhe. Okay. Na, dann holen wir sie mal. So. Eine Truhe mit. Rote Pampe. Mensch, die Rotze brauche ich doch echt nicht. Orikon-Erz, Sterne, das brauche ich. So. Weg. Alle weg. Ich hätte es gleich von Anfang an sehen müssen. Oh. Oh. So. Da lang, da lang, hier lang. Geht das? Ja, hat ja geklappt. So, dann. Wo ist die Kiste? Wo ist unsere Truhe? Denn hier reinmachen. Oh, nett. Hä? Ach, ich muss. Aha. Achso, ich muss jetzt die Juwelen suchen. Boah. Mensch! Ein rotes Juwel. Okay, es geht halt doch noch nicht in die Anomalie, so wie es aussieht. Wir haben einen Zusatz-Dungeon entdeckt. Nein. Scheiße. Ah. So, Nummer 1. Moment. So, da bin ich wieder. Da hatte der Große nochmal Bedarf nach dem Papa. Naja. So. Die zwei Edelsteine haben wir. Oh. Oh. Oh.
Das war ja dämlich. Warum gibt es hier so viele Ratten? Und warum kriege ich keine Erfahrung? Das ist ja auch geil, weißt du? Die Gegner wurden überpowered. Also sprich, denen ihre Werte wurden überarbeitet. Aber erfahrungstechnisch alles gleich geblieben. Na, wenigstens das. Wenigstens ist es ja nicht ein ganz großes Arschlochspiel. Oh, jetzt dachte ich gerade. Okay, aber jetzt. Es geht nicht. Es ist kaputt. Wunderbar. Warum klappt es hier nicht? Oh, es hat geklappt. Kurzer Adrenalinausschuss. Ja, ihr Ratten, ihr könnt da unten rumrennen. So, ich komme mich nicht nochmal. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt entdeckt haben. Was bashen die, Alter? Boah, Alter. Okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich feige. Leg dich nicht mit so einer an. Nein, Quatsch. Legendärer Schmied. Okay. Oh, ein chilliges Kerlchen. Jetzt bin ich in der Kanalisation. Weg von der Kanalisation? Da hoch? Nee, ne? Nee, ich wurde gefangen genommen. Ja. Also ich meine jetzt in diesen Kerker dort. Ich will in den Kerker rein. Was ist das? Super Mario? Ach, das war hier. Hm. Stimmt, hier sind wir ja bis rausgekommen. Wenn ich jetzt aber die andere Leiter nehme, wo komme ich da hin? Ich weiß es nicht, es ist viel zu lange her. Achso, hier ist immer offen. Okay. Hier gibt es auch noch eine Truhe. Und einen Haufen Karten. Muss ich alle noch holen. McDonald's. Wo ist die Truhe? Die ist weiter oben. Was haben wir hier drin? Omi? Nö. Nichts möchte sie uns sagen. Hier steht der Spinner. Stimmt. Na
Nein, ich will keine Karten spielen. Ich will dahinter. Ich will an die Truhe. Ich will da rein. Aber wie kriege ich den weg? Nein, das mache ich jetzt auch nicht. Wisst ihr, wie ich den da wegkriege? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder ist das wieder irgendwie so ein geheimer Gang? Die Zauberer sind endlich aus der Bibliothek verschwunden, aber scheinbar haben sie ein paar Dokumente mitgehen lassen, die Bibliothek. Ist da jetzt zur Bestandsaufnahme geschlossen? Welche Dokumente, fragt ihr? Ach, es geht um Legenden über Ruinen der Magie, die es angeblich unter Dämonia gab. Was gab es unter Dämonia? Ich will da rein. Immer das wie Geld. Je mehr man hat, desto zeigt das wie. Das Haus von dem Leutnant, ist das auch hier? Es ist ja eigentlich dieses Haus, wo die Mutti drin wohnt. Tja. Da hoch bin ich auch nie gekommen. Ich ruhe mich kurz aus. Also hier auf diese Burgmauer bin ich auch noch nie gekommen. Aber wenn ich so gucke... gibt doch keinen Weg da hoch. Okay, bisschen Zeit sparen. Na, was sehen denn da meine Augen? Hoi. Ach, 3 Sterne bloß noch und 2 sind in diesem Kackerker. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber mich ärgert, dass man da nicht mehr reinkommt. Mann, ey, das ist doch... sagt die Uhr? 18. Ach, was soll's. Ich sag mir jetzt nicht, ich komme in der Zeit dort nicht rein. Warum? Naja, bis gleich. Ich bin wieder zurück auf der... ich nenne es jetzt mal Dämoneninsel. Und... ich habe das Gefühl, dass die Kisten alle später gekommen sind. Ich muss mir dann nochmal die ganzen Flaggen anschauen. Oh, Mana. Das ist... haben wir jetzt 3 Mana? Wieder? Nein, uns fehlt immer noch 1 Mana. So. Aber es scheint ja doch sich etwas getan zu haben, nachdem wir hier fertig waren. Aber was? Schaue ich mich mal weiter um. Ein kleiner Dämon. Ein kleiner Dämon, der hatte gerade sehr viel zu sagen. Und
zwar, dass dem Bruder Machos irgendwie abhanden gekommen ist. Oder er trommelt eine Armee zusammen und den müssen wir jetzt suchen. Oh, was gibt's denn hier alles noch zu entdecken? Ich höre gar nicht mehr. Okay. So, wenn wieder was ist, schalte ich wieder zu. Wusstet ihr, dass Fürst Prolog an General Dawkins Seite für uns gekämpft hat? Dann verschwand er spurlos wie durch Zauberhand. Manche Leute behaupten, dass er schon tot war und dass sein Kriegsgeist zurückgekommen war, um für uns zu kämpfen. Ein solches Wunder verdient ein Tempel. Seine Fertigstellung mag Jahrzehnte dauern, wir werden aber genau hier ihm zu Ehren ein Tempel errichten. Vor dem Krieg war Dämonia eine wunderschöne Stadt, ein guter Ort zum Leben. Seht euch bloß an, was davon übrig ist. Wäre der Magus doch bloß aufgehalten worden, bevor er Dämonia einnehmen hätte können. Tam, 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 tam. Dämonen leben länger als Menschen, aber mittlerweile gibt es nicht mehr genug von uns. In ein paar Jahrhunderten werden Dämonen ausgestorben sein, und das alles wegen des Magus. Aber ich habe ihn doch aufgehalten in der Vergangenheit. Wir bekommen nicht oft Menschen zu Gesicht. Seit Kriegsende trauen sich sie nicht mehr hierher. Vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen nach allem, was vorgefallen ist. Wir wissen aber, dass der Magus verantwortlich ist. Ich bin gespannt. Er will ein Tempel errichten. Okay. Tempel, Tempel, Tempel. Nein. Tempel, Tempel, Tempel. Einen kleinen Tempel. Jahrzehnte vergangen. Und Tatsache! Was ist das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Danke, Rosend. Sind wir vom Hüter gefallen? Sind wir gefallen? Nee, wir sind nicht vom Hüter gefallen. Wir sind doch weggeflogen. Wisst ihr was, Dean? Ich glaube, wir könnten dieses Ding für die Flugmaschine gebrauchen. Ein Temporalmodul, ein merkwürdiger Gegenstand, der angeblich vom Hüter fallen gelassen wurde. Ich frage mich, was wir damit wohl anstellen könnten. Zeitreisemodul? Was? 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 Benutzt bei eurem Flug auf der Weltkarte die Verbündetensteuerung, um durch die Zeit zu reisen. Erzählen nicht. Oh, ist das stark. Ach, ihr seid den ganzen weiten Weg zum heiligen Tempel von Prolog gereist. Dann müsst ihr ebenfalls die Straße zur Wahrheit beschreiten. Mögen euch auf eure Reise Erfolg beschieden sein, mein Freund. Wir gehören zu den letzten überlebenden Dämonen. Doch die Vergangenheit ist nichts weiter als Staub und wir haben die Wahrheit erlangt. Heute ist ein Neuanfang. Gestern und morgen sind zwei Seiten ein und derselbe Spiegel. Willkommen im Tempel, der Fürst Prolog gewidmet ist. Dieser Tempel wurde errichtet, um die sterblichen Reste des letzten Dämonen aufzubewahren. Er wurde eigens entworfen, um über dem Wasser zu bleiben, das alles überfluten wird. So können wir die Welt erneut durchstreifen, wenn wir in der fernen Zukunft ins Leben zurückkehren. Wie Fürst Prolog vor uns bewahren auch wir die Hoffnung im Herzen, auf dass ihr den Weg beschreitet, der zur Wahrheit führt.
Oh. Für manche geht alles gut aus. Andere wiederum kennen nur Tragödie. Wie wir auch handeln, das Leben geht weiter. Es nimmt keine Rücksicht auf das Schicksal der Menschen. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Feuers trachtet. Wie ich sehe, seid ihr hellwach. Bringt ihr mir aber, worum ich gebeten habe? Oh nö, jetzt fehlt mir ein Mana. Ich brauche mehr. Okay. Okay, wir müssen noch einen Mana finden. Unbedingt. Gibt's hier eine Kiste? Nö, ne? Nein, hier gibt's keine Mana-Kiste. Oh, das wird ja nochmal spannend. Okay. Bis gleich. Und noch in der, auf der Insel von Dämonia habe ich gerade diese Kiste hier entdeckt. Es ist eine Pizza ohne Käse. Wer hatte diese perverse Idee? Oh mein Gott. Oh, wie schön. Wir können unsere dritte Zutat abgeben. Was machen wir? Ja. Also wir können jetzt sogar durch die Zeit reisen, was ich auch sehr schön finde. Und es geht so schnell, das ist... Oh, Herr, ey, Träumchen. So. Dann geben wir doch mal die drei Zutaten ab. Also auf dem Mond findet man den goldenen Apfel. War das dort? Ich glaube. Na, irgendwo hatte ich das ja. Habt ihr eine Zutat gefunden? Bitteschön. Mein Guter, bitteschön. Ah, ihr habt die Pizza ohne Käse gefunden. Wunderbar, vielen Dank. Ihr habt mir alle drei besonderen Zutaten gebracht. Endlich werden meine Gerichte des Gewissens etwas haben. Hier, nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit für all eure Hilfe. Oh, und das hier auch. Damit könnt ihr euch ein bisschen Schnickschnack kaufen. Also das Geld hätte er sich schenken können. Aber... Ey, wir haben 3 Mana. Ich wollte die Folge eigentlich... Wisst ihr, die fing so trostlos an so. Gut, wir gehen jetzt da rein, beenden die Anomalie. Wir haben ja trotzdem noch mal ganz schön was gefunden. Meine Güte. Ich habe das Gefühl, ein bisschen kommt noch. Ein bisschen was wird noch kommen. Bom, bom. So, na dann schließe dich uns an. Ygritte. Mehr Mana wird es nicht geben. Ihr habt jetzt Power of Fire and Earth. Ist der Errungenschaft. Ihr habt jetzt Zugriff auf Ygritte. Konzentriert euch bis zur dritten Stufe, um sie zu wirken. Nett. Erinnert mich ein bisschen an Ifrit. So. Na gut, meine lieben Freunde. Haben wir die Folge doch noch was geschafft? Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, seid ihr auch bei der nächsten Folge wieder mal mit dabei. Um keine weiteren Videos zu verpassen, dann einmal unten links auf den Abo-Button. Unter mir erscheint jetzt das Video von der letzten Folge. Und würde ich sagen, bis dahin. Bye, bye.